Erweckend tat er sich, schaute wieder hoch und suchte die zerstreuten Teile wieder auf. Es klabüsterte alles wieder zusammen, doch ein Stück schien zu fehlen. Sie sieht so wunderschön aus. Na warte, dachte er, das hat sie mitgefunden. Vermutlicherweise weiß sie schon, wen sollte er jetzt noch bald passieren das sehen. Fehlende Teilstück oder Karikaturen gibt es gar nicht. Welches ihm doch so geholfen hat. Komisch. Sie steht an einem Zaun, in der Hocke gekniet, hält in ihrer halb ausgestreckten Hand eine kleine silberfarbene Kugel. Es weinte, schluchzte und fiel zusammen. Musste es nicht wieder schief gehen? Schreie in der Ferne. Wieder ein Krieg. Wolken es im Himmel. Musste in den Keller bewegungslos. Ein wunderschönes Panorama. Da er wieder aus dem Singdrossel ahnt und kündigt es an. Da lief sie wieder. Hände eingelegt, Mücken dich. So dass er gar nicht mehr verfolgen sollte. Er hatte ja nur diesen einen Splitter im Kopf. Der nächste Tag war nicht jetzt weit, hat es doch völlig harmlos, wachte es auf, schlief dann aber wieder ein. Diese Angst mit ihm. Er wollte jetzt arbeiten gehen, überlegte für eine wunderbare Idee. Aus unansehnlichen Verhandlungen es schöne Blumen zog das Sommerkleid zu schaffen. An und betrachtete sich dann im Spiegel. Es wollte es jetzt schön, anders dachte machen. Er. Rand wieder nach oben, um festzustellen zu müssen, da konnte dass er der auch Deckel lachen, der Truhe geschlossen war. Aber ihn sah wirklich dachte er, wäre das wieder gewesen. Es leuchtete. Öffnete es nicht dieses Versteck noch einmal, das Poesiealbum war verschwunden. Wutentbrannt bekam er einen jähzornigen Anfall. Der sollte sich wie folgt zeigen. Ein fieser Dorn traf es. Traurig genug diesem Dramas. Wiederholungen waren ja nicht drin.
Im Spiegelbild der vollen Tasse erschien plötzlich das Bildnis seiner Urgroßmutter. Sie lächelte ihm zu. Dieser S erschrak so fürchterlich, er die Tasse vom Tisch wischend fortschlug und der Inhalt und der Korpus zerfetzten auf einer wunderschönen Teppichdecke, die auch von seiner Mutters Mutter war. Da sah er das Ebenbild wie damals, als sie ihn mit diesem entsetzlichen Lächeln, unerscheinenden Lächeln ohne Essen ins Bett schickte. Gelähmt, als Gefangener ihres Geistes, der ihn umgab, ihn lenkte und beherrschte, womöglich zerbarst die zweite Tasse durch Unvorsicht auf dem nackten